Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Le Schön, Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich heute aus München-Bogenhausen. Ja, Sie wissen ja, München ist eine Hotelstadt. Über 1000 Hotels, Apartmenthäuser, dann natürlich kleine, große Hotels, 5-Sterne-Hotels. Aber es gibt auch Oasen und in einer solchen Oase sind wir heute. Und zwar in München-Bogenhausen im Hotel Rothof. Also bitte kommen Sie mit. So, da haben wir Sie schon. Herzlich willkommen, Herr Dr. Le Schön. Schön, sehr, dass Sie da sind. Sehr. Ein schöner Name, Isolde Wolf Spretzer. Das ist richtig. Sie sind Österreicherin? Jawohl. Nun weiß man natürlich, dass die österreichischen Bewirtungen, das ist einfach schön. Man wird also im Namen begrüßt, es ist also einfach eine Herzlichkeit da. Und ich habe gerade es anmoderiert, es gibt ja in München über 1000 Hotels, Apartmenthäuser, kleine, große Hotels. Und ich habe gesagt, ich besuche heute so ein Hotel. Das hat Herzlichkeit und vor allen Dingen, es hat eine fantastische Managerin, nämlich Sie. Und jetzt, glaube ich, wäre es mal schön, wenn Sie mir mal erzählen, wie sind Sie denn in diesen Hotellerieberuf hineingekommen? Ja, ich bin in Österreich geboren, in einer Hoteliersfamilie aufgewachsen, habe die Hotelfachschule in Schloss Glessheim besucht, habe natürlich internationale Erfahrung und bin dann, so wie das Schicksal halt kommt, nach München gekommen und bin hier in dem schönen Rothof gelandet. Und nach einigen Umbauphasen, die ich begleitet habe, ist der Rothof zu einem wirklich herzlichen Hotel geworden mit Münchner Tradition. Also ein echtes Münchner Traditionswohlfühlhaus kann man das nennen. Man sieht natürlich die Damen hier und wir können rübergehen. Alles schön in Dirndl. Ist das so, kann man sagen, die Dienstkleidung? Ja, eigentlich schon. Ja. Wir haben natürlich, wir sind einfach ein Traditionshaus, doch mit einem wirklich herrlichen Komfort. Und trotzdem versuchen wir eben diese Traditionalität einfach umzusetzen, da wir ja Gäste haben aus aller Länder, aus allen Kulturen. Und die natürlich diese Kultur und diese Tradition soll man auch natürlich in der Kleidung, in allem auch sozusagen weiterführen und das auch darstellen. Und die Gäste sind begeistert. Vor allen Dingen auch die Italiener und die Amerikaner. Die stehen auf Tradition. Und ich denke, wir haben hier in München ja genug an Tradition zu bieten. Wobei wir jetzt bald einmal das schöne Oktoberfest haben und ganz München wird da, oder die Damen im Dirndl und die Herren in der Lederhosen. Also das ist ja wirklich immer ein großes Fest sozusagen. Ich komme ja auch ab und zu hierher oder wir schicken auch mal Gäste von uns zu Ihnen. Da ist mir einfach aufgefallen, diese unglaublich wunderbare Höflichkeit. Man fühlt sich irgendwie zu Hause. Und ich meine, ich bin ja auch ein vielbereister Mensch und man geht oft in Hotels, da fehlt die Ansprache, es ist kalt, es ist einfach, man merkt einfach, man ist nur da, um eben einfach zu schlafen. Ja? Ja. Das ist ja hier ganz, ganz anders. Ja, ja. Wie anders ist denn dieses Hotel? Wie anders ist, unser Haus ist einfach nicht so ein großes Haus. Wir verfügen über 50 Zimmer, ungefähr 100 Betten. Und bei uns ist einfach nicht der Gast, sondern er wird als Mensch behandelt. Und er ist einfach, er soll einfach wirklich individuell behandelt werden. Und er soll sich wohlfühlen. Ja, das ist für uns als Gastgeber so ein schönes Gefühl, wenn sich der Gast wohlfühlt. Die kleinen Aufmerksamkeiten, die er erkennt. Und das ist einfach anders wie in großen Hotels. Ja? Und da können wir wirklich punkten und da können wir sagen, also das ist unsere Herzlichkeit und unsere Großzügigkeit. Natürlich auch das Fachwissen und die fachliche Betreuung, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber wir sind einfach anders wie die anderen. Ob das von der Lage ist, ob das einfach von der Betreuung des Gastes ist, von der Individualität. Und das sind wichtige Punkte, die im Tourismus sein sollten. Was ja ganz spannend ist, ich bin ja sehr viel unterwegs, auch in der Bankenwelt. Und man hat heute gemerkt, dass man das ganze Fachliche, das muss jeder Banker drauf haben. Man sagt, man sucht heute im Bankenberuf Menschen, die entweder
entweder aus dem Bereich Concierge kommen oder die mal wirklich viel mit Menschen zu tun haben. Sie haben es ja quasi mit ganz unterschiedlichen Menschen zu tun. Sie sprechen einige Sprachen, wie ich gesehen habe. Ja? Genau, genau. Das heißt, jeden Mensch muss man ja auch individuell abholen. Ich glaube, das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Und das haben Sie ja quasi von der Pike auf gelernt. So ist es, jawohl, von der Pike auf gelernt und viele Erfahrungen gesammelt. Und diese Erfahrungen, diese Möglichkeit wird mir hier geboten, diese Erfahrungen und diese Kreativität, dieses all das umzusetzen, was eigentlich der Mensch von heute braucht. Mhm. Wir haben hier sehr viele Geschäftsleute während der Woche und die schätzen es sehr, weil man sie einfach individuell betreut, weil man einfach auf den Gast eingeht, auf diese persönlichen Bedürfnisse. Ja, man ist keine Nummer, sondern man ist einfach ein Gast, wo man wirklich, wo wir versuchen, also mit dem Mitarbeiterteam, dass all die Wünsche erfüllt werden. Und einfach dieses Gefühl den Menschen zu geben, ist eine besonders schöne Aufgabe. Also diese Herausforderung, die auch an mich persönlich gestellt wird, ist natürlich etwas ganz Besonderes. Nun haben Sie ja auch, das kann man ja ruhig mal sagen, die Familie Roth ist eine alteingesessene Münchner Familie. Sie tragen ja auch viel Verantwortung, auch gegenüber jetzt der Familie Roth. Ja. Das heißt, Sie führen ja wahrscheinlich das Hotel manchmal so, wie wenn es ihr eigenes wäre, oder? Ja, ist ja so. Das geht gar nicht anders. Also das geht gar nicht anders. Ja. Also das ist eigentlich meine große Erfüllung. Und diesen Betrieb zu führen, ist wirklich eine tolle Herausforderung. Und mit einem geschulten, motivierten Mitarbeiterteam kann man das hier auf diesem schönen Platzl, wenn ich das so sagen darf, wirklich ganz der wunderbare Garten und unsere Maskottchen, die Eichhörnchen, die haben hüpfen, wir ja hier, gell? Ja, die haben wir hier und die, wenn man das beobachtet, das ist ein Naturspiel und man kann wirklich sagen, Natur pur mitten in der Metropole Münchens. Und das ist, glaube ich, einzigartig. Ja, das ist einzigartig. Und die Damen an der Rezeption, also die zeichnen sich ja auch aus durch eine freundliche Stimme, durch einfach, wo man merkt, der Gast ist irgendwie im Mittelpunkt. Wie ist denn so Ihr Führungsstil? Wie motivieren Sie denn Ihre Damen und Herren? Meine Damen und Herren motiviere ich Folgendes, dass ich sage, wenn ich das ganz klar ausdrücken darf, so wie der Herr, so ist geschehen. Ja. Und unsere Mitarbeiter, die sind einfach auch auf diese menschliche Führung stark hingeprägt. Das heißt, einfach das Wichtigste ist, dass sich der Mitarbeiter wohlfühlt und das überträgt sich auch auf die Gäste natürlich. Und das fachliche Wissen, das ist natürlich die Voraussetzung. Mhm. Und dann kommt natürlich die Bereitschaft, dass ich sage, ich identifiziere mich mit dem Haus, mit den Gästen. Wir versuchen auch, dass unsere Mitarbeiter immer wieder Schulungen bekommen, dass sie motiviert sind, dass sie einfach mit Herzlichkeit und Freundlichkeit diesen wunderschönen Beruf in diesem wunderschönen Haus ausüben können. Nun kann man ja sagen, so zu arbeiten in der Hotellerie oder im Gastgewerbe, das ist ja schon ein leichtes psychologisches Studium. Ja, ja. Man hat es ja mit völlig unterschiedlichen Menschen zu. Und der eine sagt, ich möchte jetzt schnell ein Taxi haben, der andere sagt, ich möchte jetzt irgendwie, was ist denn los in München? Man muss ja immer unterschiedlich sein. Ja. Der eine Gast möchte es ruhig, der andere möchte einfach angesprochen werden. Dieses Berufsbild eben in Gastgewerbe, ist es nicht manchmal von der Beurteilung her ein bisschen unterbewertet? Weil man muss ja lang arbeiten, es gibt Samstag, Sonntag Arbeit. Also da finde ich, da müsste man meines Erachtens so mal ein bisschen mehr Gas geben und einfach mal dieses Berufsbild würdigen. Ja, richtig, genau. Dieser Lobbyismus im Hotel- und Gastgewerbe ist wirklich unterbewertet. Und man sagt einfach nicht diese schönen Dinge, wo man sagt, man hat jeden Tag eine unterschiedliche Aufgabe oder unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern mit verschiedenen Bedürfnissen. Da gibt es so viele tolle Sachen. Also es ist wirklich ein einzigartig schöner Beruf und man müsste das wirklich mehr würdigen und einfach den Leuten klarlegen, wie schön dieser Beruf ist und was man alles machen kann und diese Abwechslung, diese Kreativität vor allen Dingen. Ja. Und wenn man das den Mitarbeitern vorlebt, kann man da wirklich etwas erreichen. Aber es ist einfach so, dass man hier speziell in München oder in Deutschland ist einfach dieses Berufsbild unterbewertet, meiner Meinung.
Wie wichtig ist denn in diesem Gewerbe, sage ich mal, im Hotelierbereich, wie wichtig ist da die Diskretion? Ja, die Diskretion ist natürlich auch ein Punkt, den man natürlich bewahren muss und soll. Es ist natürlich, man erlebt natürlich, es ist ja jeden Tag ein Abenteuer sozusagen. Ja. Es tut sich da allerhand und man muss natürlich schon mit Diskretion umgehen und das muss man natürlich auch den Leuten lernen und zu verstehen geben, dass man natürlich hier mit größter und höchster Diskretion umgehen muss. Das ist ganz klar. So, jetzt würde ich einfach mal sagen, jetzt lade ich Sie mal in Ihrem schönen Haus zum Frühstück ein. Sehr nett, das danke, Herr Doktor, danke schön. Bitte schön. Ja, also erst muss ich Ihnen mal ein Kompliment machen. Das Dirndl ist wirklich toll, was Sie da tragen. Aus dem Salzburger Land. Ist aus Bad Aussee. Genau, das ist ein Original Bad Aussee Dirndl. Mhm. Und Österreich und Deutschland, wir sind ja nicht nur Nachbarn, sondern auch verwandt irgendwo. Ja. Und ich denke, ja, die Tracht und das Dirndl ist ja hier in Bayern auch eine wirklich schöne Tradition und ein Kleidungsstück, was man überall tragen kann. Ja. Wobei das Dirndl ja auch quasi, oder die Trachtenjacke, das kann man quasi ganzjährig tragen, in Bayern zumindest. Ja. Oder man sieht auch schon manche in Hamburg. Aber es ist einfach ein Gewand, auf Bayerisch gesagt oder auf Österreich gesagt, das immer passt. Ja, genau, das passt immer. Im Theater und, ja. Richtig, absolut, jawohl. Ja. Und vor allen Dingen die Gäste aus dem Norden Deutschlands, wenn die kommen, die haben eine Begeisterung und sagen, ach, das könnte man auch einmal im Norden tragen. Aber es gehört halt einfach, dieses Gewand gehört nach Bayern und hat natürlich eine wirklich hohe Tradition. Mhm. München ist ja, wie gesagt, ich sagte es, wir haben also über 1000 Hotels, Apartmenthäuser, kleine Pensionen, Oasen wie Ihre hier. Aber der Wettbewerbsdruck ist ja schon da. Ja? Weil Zeit wird immer mehr zum Luxusgut. Ja? Zeit, und man verbringt ja auch die Zeit, wenn man jetzt reist und man sagt, ich möchte es ja doch schön haben oder ich möchte es sauber haben, ich möchte einfach irgendwie das Gefühl haben, ich bin daheim. Also ich bin viel gereist früher, die ganze Welt. Ich habe mir immer damals einfach eine gewisse Hotelgruppe ausgesucht, weil eben die Einrichtung immer gleich war. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich jetzt da 6 Wochen in Amerika bin, da muss ich mich auch wohlfühlen. Ja? Und wie ist es denn bei Ihnen? Wie sind denn die Zimmer? Welche Richtung haben Sie denn da? Ja, unsere Zimmer, das sind einfach klassisch schöne, traditionelle Zimmer. Mhm. Auf höchstem Komfort natürlich. Mhm. Wichtig ist es einfach, dass man dem Gast, ob das jetzt ein Geschäftsreisender ist oder eine Familie, die am Wochenende kommt und sich einmal München die Kultur anschaut, die einfach einmal nur zum Einkaufen kommen, die Damen zum Beispiel, also eine Gruppe von Damen kommt und die gehen zum Einkaufen in die Stadt, die müssen einfach ein Zuhause haben. Das ist einfach unsere Betriebsphilosophie. Jeder Gast, der zu uns kommt, da muss einfach ein Zuhause. Eine Kuschelecke, der muss sich wie zu Hause fühlen. Ja. Nicht, dass man sagt, so, jetzt bin ich in einem Hotel. Das erste Gebot ist natürlich die Sauberkeit, die Freundlichkeit, die Aufmerksamkeit und diese Herausforderung, jeden Tag zu leben. Also ich sage mir immer, ein Leben für den Gast ist ein wunderschöner Beruf. Mhm. Und das kann man wirklich nur empfehlen. Und ich würde mir so wünschen, dass wesentlich mehr Leute in den Tourismus bzw. wieder in die Hotellerie und in die Gastronomie gehen, damit dass wir einfach wieder mehr Leute kriegen, die sagen, ja, es ist wirklich ein schöner Beruf. Und vor allen Dingen Service ist ja etwas ganz Wichtiges. Also man, und unter Service versteht man ja nicht eine Servicewüste, sondern man versteht einfach, dass man als Gast sich wohlfühlt. Ja? Nun gehört ja auch zum Service eines guten Hauses, gehört natürlich auch München, die Verbindung zur Stadt, die Verbindung zur Kultur, die Verbindung zu den Museen, zu den Schlössern. Das ist ja auch ganz wichtig. Also ich kann mir das vorstellen, wenn jetzt irgendwie New Yorker hierher kommt, dann sagt er, what's going on here in Munich? Dann ist es wichtig, dass da eben einfach richtig. Das Feedback kommt. Genau. Inwieweit sind da Ihre Damen und Herren geschult für sowas? Weil das ist ja auch ein Erlebnis. Ich meine, man gibt ja den Gast quasi frei und der macht dann etwas und dann kommt er zurück und sagt, oh, das war gut oder nein, ich habe es nicht gefunden oder was auch immer. Ganz genau. Wie wichtig ist denn das? Weil das
Das ist ja reinste Kommunikation. Ja, das ist richtig. Also wir haben da einen ausgebildeten Herrn sozusagen, der also eine Concierge-Tätigkeit ausübt, der sich natürlich in der Stadt, in der Umgebung Münchens wirklich sehr gut auskennt und der dann wirklich individuell abgestimmt, wenn ein Gast sagt, empfehlen Sie mir, was gibt es heute in München, dass der sagt, es ist diese oder jene Ausstellung, Sie können in der Kultur das machen oder Sie können sich, also es gibt ja 1000 verschiedene Möglichkeiten, kann man sagen, in München und um Umgebung, was man hier erleben kann. Und da muss man natürlich auf den Gast und auf die Wünsche und Bedürfnisse des Gastes eingehen. Und ich denke, das ist eine tolle Herausforderung und München bietet da wirklich ganz, ganz viel. Und der nach München kommt und sich München anschaut, ob jetzt kulturell oder erlebnismäßig und konzertmäßig oder in die Oper geht, da kann man wirklich, da wird wirklich sehr viel geboten. Ganz viel geboten. Ich vergleiche das mal mit einem Hotel in London. Das ist also direkt beim Palast von der Königin, heißt 41. Und das ist so ähnlich wie hier. Also wir haben auch nur 40 Zimmer, aber wenn man reinkommt, welcome Mr. Lejeune, nice to have you back. Und dann, was können wir tun, was möchten Sie sehen? Oder da ist in der Stadt das los. Und ich kann mich erinnern, ich war vor 2 Jahren, also kurz vor Weihnachten war ich in London geschäftlich. Und dann gehe ich da so durch London, sehe ich heute Abend Konzert mit Paul McCartney. Und das ist einfach, das ist meine Generation. Da habe ich gedacht, da möchtest du hin. Dann bin ich da hin und gesagt, no problem. Und zack, war ein Ticket da. Also das ist, glaube ich, auch wichtig, diese ganze, sagen wir, Pull Position des Concierge. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Inwieweit seid ihr da? Könnt ihr da mithalten mit den großen Hotels? Da können wir in jedem Fall mithalten mit den großen Hotels, denn man holt sich natürlich von der Stadt München sozusagen, vom Tourismusverein die Informationen, wo man einfach informiert ist, was ist jetzt wirklich aktuell, was wird geboten, was kann man dem Gast anbieten und wie gesagt noch einmal die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Gäste, dass man dem nachkommt und dass man auf den Gast eingeht, auf die Wünsche eingeht und dass man sagt, ja, das ist jetzt genau das Richtige, das kann ich empfehlen. Und wir sind ja nicht weit weg von der Stadt. Das ist ja einfach diese günstige Anbindung U-Bahn. In die Stadt. Ihr seid U-Bahn-mäßig. Ja voll an der U-Bahn. Voll an der U-Bahn. Also 10 Minuten. 10 Minuten. Marienplatz oder Odeonsplatz. Ganz genau, richtig. Und auch zum Flughafen geht es gleich los? Wir sind nur 30 Minuten vom Flughafen entfernt. Gibt es auch einen Shuttle oder so? Da gibt es auch einen Shuttle und wir bringen auch die Gäste zum Flughafen. Und schon einchecken hier mit Ticket und alles? Richtig, genau, alles. Also wir sind da wirklich sehr bemüht damit, dass der Gast also kurze Wege hat. Das heißt, dass wir das organisieren und er kommt dann und hat eigentlich keine Arbeit, sondern er kann das eigentlich genießen und kann uns wirklich seine Wünsche anvertrauen. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Auch zur Allianz Arena vor allen Dingen kommt man auch ganz, ist man auch schnell dort. Und gibt es natürlich von uns auch einen Shuttle-Service, der die Gäste zur Allianz Arena bringt, wieder abholt und dadurch wir wirklich mit Fußball hier in München gut gesegnet sind und die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ja. Also die Leute sind da schon sehr begeistert. Jetzt beschreiben Sie mir doch mal bitte, Frau Wolf-Spreitzer, so mal diese Österreichische, dieses Charmante, dieses Salzburgerische oder Bad Ausseerische, das ist ja einfach ein Charme. Ja? Und manchmal, wenn man sich in Österreich befindet, denkt man, naja, ist das jetzt echt, wenn das sagt, grüß Gott, Herr Doktor oder Herr Konsul? Aber das ist, also ich bin ja oft in Österreich, aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich echt. Ja. Man hat Interesse am Gast, am Menschen. Man ehrt ihn quasi, man sagt, Zeit ist ein Luxusgut und solange der Gast bei uns und wenn er nur 24 Stunden da ist, er soll sich einfach daheim fühlen. Ja? Ganz genau. Wieso ist es bei manchen Hotels einfach so kalt? Dass man eben sagt, naja, man ist eine Nummer, also jetzt kommt das Zimmer 144 oder man wird nicht begrüßt. Das sind ja alles Themen, die man, ich sag's jetzt mal überspitzt, die zahlt man ja mit. Man zahlt ja mit, dass man also das Recht freigibt, dass man im Namen angeredet werden darf. Oder dass, haben Sie gut geschlafen? Genau, oder genau. Guten Morgen? Genau. Oder wie geht's Ihnen? Genau. Und dann eben nicht sagen, wie geht's Ihnen und läuft weg, sondern wartet, dass der andere einfach antworten darf. Ja? Dieses Charmante, das sind ja Sie in dem Haus. Sie bringen ja diesen Charme ein. Was ist da das Spannende dran? Man kriegt ja immer was zurück, wenn man sagt,
ach, die Dame ist aber nett. Und man fühlt sich einfach, ja, wie soll ich sagen, belobigt. Mhm, ja, man fühlt sich zu Hause. Man ist einfach, man sagt, man wird hier als Mensch ernst genommen und als Gast wahrgenommen. Und bei uns ist es so, wenn ich weiß, dass ein Herr Dr. Müller ein Herr Doktor ist, dann wird er mit Herr Doktor angesprochen. Ja. Aber das ist nicht, dass man sagt, okay, man spricht ihn einfach an, weil er Herr Doktor ist, sondern das kommt von ganzem Herzen. Man ehrt ihn auch. Man ehrt ihn, man schätzt es. Man ist irgendwie, das gehört einfach dazu, denke ich. Und wie Sie schon sagen, den Gast mit dem Namen ansprechen, das ist bei uns höchstes Gebot. Ja, das ist, wenn der bei uns eine Nacht zu Hause ist und am nächsten Tag zum Frühstück kommt, dann wird er eben angesprochen. Guten Morgen, Herr Dr. Müller. Haben Sie gut geschlafen? Geht es Ihnen gut? Und das muss natürlich authentisch sein und das muss vom Herzen kommen. Anders geht es nicht. Frau Schweizer, wie sind Sie denn, wenn Sie nicht im Hotel sind? Ich meine, Sie leben ja quasi hier. Ja, man lebt ja hier. Genau, Aber wie sind Sie denn, wenn Sie privat sind? Sind Sie die gleiche? Da bin ich die gleiche, ja. Ich bin ein, also nicht, dass man sagt, ja, jetzt kann ich mal runter, sondern Sie sind genauso. Nein, ich bin genauso, genau. Ich bin ein herzlicher, offener Mensch, der ein Mensch, der einfach dieses Leben schätzt und diesen Beruf schätzt. Mhm. Und das ist, denke ich, das höchste Gebot überhaupt, dass man sagt, ja, es ist einfach etwas Schönes, in der Hotellerie arbeiten zu dürfen, in einem so schönen Betrieb wie hier im Hotel Rothof. Mhm. Wenn ich Ihnen einen Satz jetzt zurufe und sage, die Zukunft wird weiblich, was fällt Ihnen dazu ein? Die Zukunft wird weiblich, dann denke ich natürlich an die Gastronomie. Es ist sehr wichtig, dass viele Damen diesen Beruf wählen. Warum? Es ist einfach durch diese Abwechslung, durch diese Kreativität. Man kann in diesem Beruf ganz viel Kreativität einbringen. Wir haben 4 Jahreszeiten und jahreszeitengerecht versuche ich immer, das Hotel zu dekorieren, einfach das wohnlicht zu machen, dass die Leute sagen, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dass man es auch spürt. Dass man spürt, ja, richtig. Ja, genau. Ja. Dieses Fühlen, dieses Feeling weiterzugeben, ist etwas Besonderes. Und es ist immer wichtig, denke ich, wenn in einem Hotelleriebetrieb, in einem Gastronomiebetrieb auch immer ein weiblicher Part ist. Und vielleicht sogar, ich bin immer für männlich und weiblich sozusagen, aber es in die Gastronomie, in die Hotellerie gehören einfach Frauen. Mhm. Weil die ich denke, dass die Frau, die Männer haben auch ein großartiges Gespür, aber wir Frauen sind einfach noch feinfühliger, denke ich. Und wenn man das wirklich mit Herzen macht, kann man da sehr viel Positives einbringen und die Menschen begeistern und glücklich machen. Das ist ganz wichtig. Das kann man ja sagen. Also Sie haben ja auch so einen Leitspruch, Sie wollen das Hotel mit Herz führen. Ja, also nicht nur mit dem Kopf, sondern auch, dass man das spürt. Dazu braucht es aber einfach eine Authentizität. Das geht nicht, das kann man nicht spielen. Nein. Und das spürt man ja bei Ihnen. Also Sie sind authentisch. Ja? Und man sieht ja auch, kürzlich war ich ja auch mit Ihrem Chef, mit Herrn Roth hier. Und da haben wir mal gefrühstückt zusammen. Und ich habe gemerkt, er fühlt sich total wohl. Ja? Also das ist ja ein besseres Kompliment, kann man gar nicht empfinden. Ja. Das habe ich jetzt empfunden als Gast. Man hat es gespürt. Mhm. Ja? Mhm. Jetzt möchte ich einfach mal so ein bisschen Sie fragen, es gibt ja eben so die Welt der Internets. Man sagt, okay, man geht jetzt in Urlaub, googelt man mal was, dann steht da dort 4,5 Sterne und dann kommt man an und dann sagt man, okay, aber es schaut ja eher aus wie 2 Sterne. Ja? Was halten Sie denn davon mit diesen Bewertungen mit Sternen oder so? Ja, ich denke schon, dass das ein wichtiges Argument ist, denn viele Leute, speziell natürlich die Gäste aus dem Ausland, orientieren sich nach den Sternen. Und wichtig ist es nur, und das ist auch von mir ein Appell an die ganzen Gastronomen hier in München, wenn man eine gewisse Sterneanzahl hat, sprich 3 Sterne, 4 Sterne, 5 Sterne natürlich ist wieder eine andere Kategorie, dass man auch das wirklich bietet. Also nicht, dass man sagt, Montag bis Mittwoch waren es 3 Sterne und am Wochenende wären es dann 5. Ganz genau, richtig, genau. Also da, wie Sie schon sagen, muss man auch jeden Tag leben, die Sterne. Das muss man leben, die Sterne muss man leben. Sonst glühen sie nicht, sonst leuchten sie nicht. Ganz genau, sonst leuchten sie nicht, sonst glühen sie nicht. Und ich denke, wie Sie schon gesagt haben, man muss einfach authentisch sein. Und man kommt heute über dieses
moderne Zeitalter des Internets kommt man nicht darüber hinweg. Man muss einfach auch, man darf auch froh sein, denn es gibt die Leute, wenn man eine Beurteilung, eine gute Beurteilung hat, ist das schon eine sehr gute Werbung. Wenn man natürlich eine schlechte Beurteilung hat, ist es keine gute Werbung, das ist klar. Aber deshalb darf man sich ja jeden Tag, man darf einfach das Leben und man soll auch mit Freude zeigen, wie man diesen Beruf oder dieses schöne Zusammensein mit den Gästen schätzt, auch. Schätzt ja. Und lebt sozusagen. Ja, 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 ja. Also ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Nun haben Sie sicherlich auch viele Stammgäste, die eben sagen, hier, ich bin jetzt beruflich in München. Kriegen die dann möglichst immer das gleiche Zimmer oder ist das... Wir versuchen natürlich, dass wir oder haben einen engen Kontakt zu den Gästen, die uns dann sagen, ich möchte wieder das Zimmer Nummer 302 oder 303, weil eben durch diese besonders schöne Aussicht, das möchten wir unbedingt wieder haben. Und das wird bei uns alles notiert und fixiert. Das heißt, wenn der Gast wiederkommt, der weiß, der kriegt, wir wissen schon genau, er braucht noch ein Keilkissen oder er braucht noch einen besonderen Waschlappen oder egal was. Also das ist dann automatisch im Zimmer. Und wir haben um die, man kann sagen, 48% Anteil an Stammgästen. Und das ist natürlich eine hohe Anzahl. Wir haben ja Burda und Marquardt, Burda und Marquardt Verlag vis-à-vis von uns und da kommen sehr viele Geschäftsgäste, die ganzen Medienbereiche und wir haben da wirklich viele Stammgäste gewonnen, die früher in großen Hotels waren und die einfach sehr gerne zu uns kommen, durch diese individuelle Betreuung, durch diese schöne Lage, durch diese zentrale Lage und da sind wir natürlich sehr glücklich. Zu Ihrer früheren Zeit, Sie waren die Chefin eines Hotels in Österreich namens Elisabeth. Ganz genau. Welche Dinge haben Sie denn damit in den Rothof reingebracht? Also ich kann mir das richtig romantisch vorstellen, das Hotel Elisabeth. Ja, wir haben also mein Hotel in Österreich, das war wirklich ein sehr romantisches Hotel, ein sehr schönes Hotel. Auch kleiner, oder? Es hatte 60 Zimmer und 120 Betten mit einem sehr schönen Wellnessbereich. Und es ist so, dass natürlich die Ferienhotellerie und die Stadthotellerie sind schon zwei Paar Schuhe. Aber man kann von der Ferienhotellerie sehr viel in die Stadthotellerie mit einbringen. Weil im Prinzip sind hier auch Menschen und überall, wo Menschen sind, kann man sehr viel Gutes tun. Und wichtig ist, dass sich die Leute und Gäste wohlfühlen. Und diese Wohlfühlatmosphäre, die habe ich wirklich hier in den Rothof hereingebracht. In jeder Weise. Und wie ich schon gesagt habe, alleine schafft man es nicht. Mit einem gut geschulten Mitarbeiterteam, das motiviert ist, das mit Freude arbeitet, mit Begeisterung. Nur da kann man dann Erfolge erzielen. Wie ist denn die Chefin mal, wenn sie mal ganz bewusst auch mal Kritik geben muss? Sind Sie da direkt? Sagen Sie dann auch, das gefällt mir nicht, das müssen wir anders machen? Ja, richtig. Ich bin ein direkter Mensch und sage, also Herrschaften, so geht's nicht. Ich mache auch mal einen Mystery-Check. Das heißt, dass man die Leute wirklich überrascht und sagt, okay, so und so, wie schaut's aus? Ich mache auch Anrufe, wo man auch die Leute prüft, wie sind sie am Telefon? Denn auch wichtig ist, dass man am Telefon freundlich ist, dass dieser Faden zieht sich durch von der Anfrage eines Gastes bis zum Abfahren eines Gastes sozusagen, bis er das Haus wieder verlässt. Und das soll stimmig sein. Es soll einfach stimmig sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber eine direkte Aussage muss auch sein. Ganz wichtig. Ja. Nun haben Sie ja, Sie sind ja auch hier in der Lage Bogenhausen. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Ärzte, gute Krankenhäuser. Rechts der Isar ist nicht weit oder Bogenhausen. Es gibt ja auch immer mehr Touristen aus den Emirates oder aus egal wo. Sagen, ich gehe nach München, weil München ist auch die Hauptstadt der Gesundheit. Richtig. Dann werden Sie auch ab und zu mal Gäste haben, die eben jetzt einfach sich mal operieren lassen oder die mal ein bisschen länger hier bleiben müssen, weil sie eben noch Nachsorge machen müssen etc. Das ist ja dann auch eine ganz spezielle Art, weil sie müssen ja auch, oder mal die Fußoperation und dann muss man ja helfen oder was auch immer. Das ist ja auch etwas Besonderes, wo eben der Gast sagt, naja, ich gehe jetzt nach München, jetzt nicht, weil ich mir jetzt die Oper ansehe, sondern ich gehe einfach wegen meinen gesundheitlichen Themen, das möchte ich in München machen lassen.
Haben Sie sowas auch hier? Ja, wir haben sehr viele Gäste vom Gesundheitstourismus, vom Medizintourismus. Mhm. Wir arbeiten auch mit einem Arzt hier in München zusammen, der sich sehr auf ästhetische Chirurgie und Schönheitschirurgie spezialisiert hat. Und das ist schon spannend und abenteuerlich, denn die Gäste sind hier ein bisschen, wie soll ich sagen, versteckt. Die können hier im Park bei uns spazieren gehen, die können unentdeckt sozusagen. Denn die kommen mit einer sehr hohen Erwartung, dass sie sich irgendwie verschönern lassen. Und sie wissen ja, das Thema ewige Jugend, das ist im Moment ein sehr großes Thema in der Gesellschaft. Und man glaubt gar nicht, wie viele Damen und auch Herren sich diesen Operationen praktisch auch in machen und an sich da unter die Klinge legen sozusagen. Ja, ja. Und diese Leute müssen wir dann sehr gut betreuen. Auch in Inkognito natürlich. Inkognito, richtig, ganz genau. Ja. Jawohl. Das ist aber spannend, ein spannendes Thema. Ganz sicher. Und da ist auch wieder die Diskretion gefragt. Weil was natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist die Sauberkeit in einem Hotel. Also das ganze Thema, dass man sagt, okay, das Thema Rauchen ist ja nicht mehr so gefragt. Man will jetzt nicht in ein Zimmer reingehen, wo vielleicht vorher ein Raucher war. Mhm. Ich glaube, da haben Sie auch sicherlich einen hohen Standard, was das Thema Sauberkeit betrifft. Richtig, wir haben einen ganz hohen Standard, was das Thema Sauberkeit betrifft. Wir sind ein rauchfreies Hotel sozusagen. Das heißt, unsere Zimmer haben alle Balkone und es gibt keinen Aschenbecher im Zimmer, am Zimmer. Und wir versuchen wirklich, dass die Leute, also es steht überall, wir bitten Sie, das sind eben Nichtraucherzimmer, wo wir bitten, eben nicht zu rauchen. Und ich muss sagen, das gelingt uns ganz gut. Und durch diese wunderbare Natur, die wir direkt hier haben, die Gäste können ja praktisch in den Park gehen und sich diesen Genuss sich sozusagen zu stellen. Aber in den Zimmern wird bei uns nicht geraucht, generell nicht. Und die Sauberkeit ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also auch das, wenn man also, sagen wir in der Früh aufsteht und man geht jetzt einfach beruflichen Dingen nach und man kommt zurück und das Bett ist noch nicht gemacht, ist immer schlecht. Sowas, das ist natürlich so. Also für mich ist das gar nicht gut. Ja, genau. Nein, sowas keine gute geht gar Visitenkarte. Nicht. Genau. Das ist keine gute Visitenkarte, aber da muss man natürlich vom Management aus schauen, dass wirklich die Pläne stimmen, dass die Leute wirklich, die Mitarbeiter geschult sind, dass da einfach nichts gibt. Die Zimmer müssen gemacht sein. Ja? Und immer jeden Tag mit einer kleinen Überraschung. Einmal ist ein kleines Obstteller am Zimmer und dann, also wir versuchen da wirklich mit ganz viel kleinen Aufmerksamkeiten die Gäste zu verwöhnen und wirklich den Standard eines 4-Sterne-Hotels zu wahren und den Gästen zu bieten sozusagen. Ja, also Sauberkeit, höchstes Gebot. Also ich muss Sie korrigieren, also Sie haben natürlich 4 Sterne, aber der 5. Stern sind Sie. Der fünfte Stern. Aber auch wieder die 5 Sterne. Ja, der 5. Stern. Sie haben eine schöne Galerie im Haus. Jawohl. Können wir da mal hingehen? Bitte gerne, Herr Doktor. Dann sprechen wir gleich weiter. Sehr gerne. Unterhaltsam geht's jetzt weiter mit Le Schön, präsentiert von Ihrer Münchner Bank. Ja, Frau Wolf-Spreitzer, jetzt sind wir in dieser wunderschönen Galerie. Das ist aber auch, wie man sieht, eine Tagungsstätte, oder? Konferenzen gibt's hier. Das ist richtig, jawohl. Ja. Wir haben hier 3 Konferenzräume und diese Galerie ist besonders beliebt, weil es ist einfach ein anderer Raum, ein anderer Seminarraum. Ja. Sie wissen, die Seminarräume sind ja sehr klar ausgestattet und hier ist einfach auch wiederum so eine Wohlfühlatmosphäre. Und ich habe wirklich einige Seminarleiter, die einfach sagen, ich will nur die Galerie haben, weil da bringt man einfach, kann man sehr viel weitergeben durch dieses Wohlfühlen, durch dieses Holz, was hier ist, durch diesen wunderschönen Blick immer in die Natur hinaus. Ja. Also das gibt sehr viel Kraft. Es ist, also hier kann man wirklich, es ist ein Kraftplatz, würde ich sagen. Ja. Und Sie sagen es auch, vor allen Dingen, es ist ja eines der wenigen Oasen, Hotel-Oasen mit angeschlossenem Tennisplatz.
Genau. Das ist ja ein schönes Restaurant, gibt es dort auch. Und natürlich, man kann hier joggen. Man kann also in 10 Minuten ist man im Englischen Garten. Ja. Also das heißt auch die Manager, Sie haben ja auch viele Manager hier, die können einfach sagen, oh, jetzt haben wir unser Seminar erfolgreich gemacht, jetzt gehe ich mal raus in die Natur und fordere mich. Richtig, das machen auch sehr viele. Also wir haben sehr viele Manager da, die in der Früh einfach bevor eben dieser Alltag losgeht, gehen die in die Natur hinaus und machen ihre Übungen, gehen laufen. Mhm. Und das ist natürlich hier eine wunderbare Möglichkeit, die es selten gibt. Also mitten in der Stadt, kann man sagen, irgendwie. Es ist wirklich eine Oase, eine wirklich wunderbare Oase. Ja, ja. Man sieht ja hier sicherlich auch, man kann sich auch mal hier zurückziehen, ja, in die Galerie, mal auch lesen, ist ja auch mal wichtig, wenn das Wetter mal nicht so schön ist. Das heißt, es steht auch den Gästen hier zur Verfügung. Selbstverständlich. Wenn jetzt keine Seminare sind. Selbstverständlich, dann richtig, dann wird das wieder gemütlich hergerichtet und man kann hier ein gutes Glas Wein trinken, einfach einmal pausieren und die Seele baumeln lassen und diesen herrlichen Blick in die Natur wieder genießen bei einem guten Glas Wein oder einen guten Kaffee. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit abzuschalten. Ja. Das heißt, nach einem wirklich umtriebigen Tag abzuschalten. Frau Wolf-Spreitzer, was muss ein gutes Hotel alles haben, dass man sagt, das ist ein gutes Hotel? Wollen wir uns hier mal setzen? Bitte schön, gerne. Bitte schön, was muss das alles haben? Ein gutes Hotel muss eine gute Hardware haben, das ist ganz klar. Mhm. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir eine gute Software und ein gutes Mitarbeiterteam, was herzlich ist, motiviert ist, geschult ist. Ein Team, das praktisch das lebt, was das Haus hergibt sozusagen. Und dieses Haus hier gibt so viel her, dass man einfach mit so viel Freude hier arbeiten kann. Und es gibt nichts Schöneres sozusagen. Es ist wirklich etwas Besonderes. Wer lobt Sie denn? Wer lobt mich? Ja. Also für mich ist es das schönste Lob, wenn mich die Gäste loben und sagen, wie gut es hier ist, wie schön es hier ist, wie zufrieden die Gäste sind. Denn mein Wunsch ist einfach, dass ich die Gäste und die Menschen glücklich mache, die hier sind, die hier zu uns kommen und dann gehen und wiederkommen. Das ist mir auch ein ganz wichtiges Argument. Ich habe mir so ein bisschen Ihre Lebensprinzipien mal studiert. Dann sagen Sie, man darf seinen Beruf lieben, wenn man das unternimmt und macht, was man liebt, kann man seinen Beruf perfekt ausüben. Also man spürt es, dass Sie das lieben. Und Sie sagen, Sie wollen den Menschen Freude machen. Freude ist ja etwas, was, ja, ganz ehrlich gesagt, nichts kostet, gell? Richtig. Man kann Menschen Freude machen, ohne dass man da gleich eine Rechnung schicken muss, sondern man kann eben auch mit unterstützen oder einfach Erlebnisse produzieren, wo der sagt, ich habe wahnsinnig Zahnschmerzen und Sie sagen, sofort und dann Stunden später sitzt der Gast bei einem guten Zahnarzt. Also das ist auch Freude, wo man sagt, das ist ja toll. Also nicht nur reinkommen, Schlüsselnummer so und so, dann wieder abgeben und dann frühstücken, dann auschecken, sondern auch quasi Teil der Rotfamilie zu sein, so ist wenn es. Man hier ist. Ganz genau, ganz genau. Ja, man kann mit vielen schönen Worten, mit Worten, die vom Herzen kommen, kann man auch den Menschen hier ganz viel Freude machen. Und ich denke, das gehört auch dazu. Und vor allen Dingen ein herzliches Lächeln. Mhm. Ein herzliches Lächeln, wenn man einen Menschen anlächelt, das ist ja heute nicht mehr so üblich. Mhm. Die Menschen sind alle im Stress und glauben immer, sie haben keine Zeit. Aber mit einem netten Wort, mit einem herzlichen Lächeln, kann man wirklich die Menschen begeistern. Mhm, und das ist also auch wenn der Gast kommt, dass man ihm einfach sagt, ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich bin ja sehr viel in meiner Funktion auch als Generalkonsul von Irland, bin ich ja sehr viel in Irland. Und weiß nicht, ob Sie schon mal in Irland waren? Ja, ich war schon in Irland. Dann wissen Sie, wie freundlich die Leute in Irland sind. Ja, sehr freundlich. Und das ist einfach nicht aufgesetzt. Und da gibt es einen Satz, der heißt No Problem. No. Ja, also wenn man einfach mal sagt, morgen möchte ich gern, bei uns ist es ja doch immer so, ja, das Frühstück gibt es nur ab 7.30 Uhr oder ab 8 Uhr. Und wenn man eher schon drin ist, dann werden manche schon nervös. Aber in Irland, wenn Sie eine Stunde eher, no problem, we will arrange it. Ja. Das ist auch schön, dass man auch dieses kein Problem und nicht immer gleich sagt, das ist aber ein Problem. Oder jetzt möchte einer irgendwie wissen, wo kauft man das Dirndl oder wo gibt es die
besten Wachskerzen zur Weihnachtszeit, dass man eben einfach nicht sagt, ah, das ist aber schwierig, sondern dass man eben wirklich auch dem Gast das Gefühl oder dem Menschen das Gefühl gibt, ich möchte dir was Gutes tun. Richtig. Und das ist ja auch Teil der Hotellerie. Absolut, absolut. Da gehört natürlich auch Flexibilität dazu. Ja, klar. Flexibilität und einfach das Eingehen auf die Menschen, auf die Bedürfnisse des Gastes. Mhm. Und das kommt dann auch zurück. Also die Gäste wissen das dann auch zu schätzen, die freuen sich, die sind natürlich wirklich dankbar, wenn man wenn man eine gute Empfehlung gibt, wenn man auf sie eingeht, wenn man das, was der Gast wünscht, dass man das auch erfüllen kann. Das, denke ich, ist auch ganz, ganz wichtig. Und das versuchen wir wirklich hier, also mit unserem Mitarbeiterteam zu leben und zu machen. Ja. Und wir müssten auch nochmal über die Arbeitszeiten reden. Also wenn man jetzt die Hotellerie anschaut, das ist ja Wochenende arbeiten, abends mal arbeiten. Es ist ja kein 8-5-Uhr-Job. Und drum, was Sie, glaube ich, sehr eindrucksvoll auch dokumentieren jetzt, drum muss man sich wohlfühlen. Weil wenn man sich nicht wohlfühlt und dann auch noch sagt, jetzt habe ich Abenddienst von 3 bis abends um 11 oder so, dann passt das einfach nicht. Dieses Wohlfühlen überträgt sich auf die Gäste, es überträgt sich aufs Privatleben. Und ich denke, was Sie auch in Ihren Lebenslinien, das finde ich so schön, haben Sie gesagt, das Berufsbild Tourismus ist ein lebendiges Psychologiestudium. Ja? Da kann man ja auch viel rausholen. Da gibt es ja lustige Geschichten oder absolut, dass man einer das Hotelzimmer verwechselt. Da gibt es ja, in so einem Hotel passiert ja immer was. Ganz viel. Ja? Also ja. Da gab es ja diese Fernsehserie da, quasi Hotel, wie hieß es, Sacher oder jetzt irgendwie. Ja, schon, gibt es schon. Genau, ja, genau. War auch eine Serie, richtig, ja, genau. Wahrscheinlich spielt sich sowas auch in so einem Hotel mal absolut, wieder, oder? Absolut, oder ja, dass einer das Hotel nicht mehr findet oder dass einer mal ein Gläschen zu viel getrunken hat und dann ja, woanders das... sind ja schöne Geschichten. Ja, da gibt es ganz lustige Geschichten, ja, ja, also speziell zum Oktoberfest, ja, ja, wo die Leute dann also wirklich ganz, ganz lustig sind und da könnte man unendliche Sachen erzählen. Also es wäre dann wirklich schön, mal ein Buch zu schreiben, sozusagen, ja, 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 wenn man Zeit hat, denn ja, das sind wirklich ganz, ganz lustige Geschichten und ja, das ist ja auch das Schöne an dem Berufsbild Hotellerie, ja, dass jeder Tag anders ist. Jeder Tag ist so anders und so eine große Herausforderung, dass man sagt, mein Gott, ist das was Schönes. Ja. Und ich denke, wenn man das mit Leidenschaft macht und mit Freude macht, also es gibt nichts Schöneres. Mit Herzblut. Mit Herzblut, mit vollem Herzblut. Frau Spreitzer, vielen Dank, das haben Sie heute rübergebracht. Sehr schön, schön, dass es solche Damen gibt, die eben dieses Berufsbild Hotellerie und Gastronomie hochhalten. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Deschenes, es war... ganz nett, herzlichen Dank. Dankeschön. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Ja, ich glaube, ich habe Ihnen nicht so viel versprochen. Es gibt halt die Oasen in München und glaube ich, heute waren wir bei einer. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Abend. Gute Unterhaltung bei Le Schön präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.